Joel Vermin, heute hat es zum Sieg gelangt. Gratulation. Ihr habt die Serie wieder verkürzt. Ihr habt heute auffällig gespielt. Viele persönliche gute Chancen gehabt. Wie analysiert ihr das Spiel heute? Ja, es war sicher ein gutes Spiel von mir, von persönlicher Seite her. Aber ich glaube, auch die ganze Mannschaft hat heute wirklich einen super Job gemacht. Und wirklich von hinten bis vorne haben wir, glaube ich, recht souverän gespielt. Und das hat sicher dann, den Ausschlag gegeben. Es ist aufgefallen, dass Bern defensiv immer sehr sicher wirkt, offensiv vielleicht ein bisschen weniger effizient ist. Ihr als Offensivspieler, wie schaut ihr die Thematik an? Ja gut, ineffizient. Wir haben jetzt die letzten paar Matches schon viel Goal geschossen, von dem her. Aber ja, ich meine, Genfer sind eine gute Equipe, sehr gute Spieler und sie machen uns das Leben sehr schwer zum Goal schießen. Von dem her müssen wir wirklich sehr hart arbeiten, dass man zu Chancen kommt. Es steht weiterhin noch mit dem Rücken zur Wange. Es geht am Donnerstagabend auf Genf. Wie geht ihr jetzt mit dem um? Weil auch die heißblütigen Fans von Genf, es ist ein richtiger Hexenkessel, der euch erwarten wird. Eigentlich wir sind wir heute auch schon das Messer am Hals gehabt. Also, wir müssen einfach versuchen, das darf uns nicht zu gross beeinflussen. Wir müssen einfach Einsatz für Einsatz nehmen. Und nicht zu weit vorausdenken, also nicht denken, was ist, wenn jetzt ein Goal passiert, was ist, wenn sonst noch irgendetwas passiert, sondern einfach fokussiert, jeder soll sich auf seinen Job fokussieren und dann kommt es, wie es kommt. Philipp Vorder hat das Spiel heute gewonnen mit dem SCB, die Serie können verkürzen, mit einem persönlichen Goal das Eingehen eingeleitet. Wie fühlt ihr euch jetzt? Erleichtert, happy und gickerig auf das nächste Spiel am Donnerstag. Sehr gut. Defensive wirkt immer sehr stabil beim SCB. Es hat auch gewirkt, dass ihr offensiv ein bisschen ineffiziente Akzente da sind. Wie schätzt ihr das ein? Ja, wir haben heute einen guten Start verwünscht. Wir konnten hinten verhauen. Und wenn wir immer hinten defensiv gut arbeiten, das betrifft auch die Stürmer, wenn sie gut backchecken und uns Verteidiger helfen, dann kommen wir immer gut zu guten Goalchancen. Und das ist genau heute der Fall gewesen. Das müssen wir am Donnerstag genau so machen. Was aufgefallen ist, Genf hat sehr früh vorgecheckt. Wie habt ihr das empfunden als Aufbauspieler in der Defensive? Ja, heute ist von Genf her für mich persönlich nicht so viel Härte gekommen wie in den ersten zwei Spielen. Aber wir haben so gut abfahren. Wie gesagt, unsere Stürmer haben sehr gut gearbeitet und wir sind hinten schnell rausgelaufen. Und dann können sie uns gar nicht so checken, wie sie wollen.